Die nächste Rednerin kommt von den Freiheitlichen, Brigitte Povisil. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie, in den Medien. Es ist schon vieles über das Impfen gesagt worden. Ich möchte es aber, da es uns ein wirkliches Anliegen ist, auch noch verstärken. Wir diskutieren seit Wochen die unzweifelhaft schädliche Wirkung des Rauchens. Wir sprechen über Schutz, über Aufklärung, über Prävention. Dabei beachten wir aber zu wenig, dass eine der wirklichen präventiven Errungenschaften der Medizin ins Hintertreffen gelangt, nämlich das Impfen, die Impfung. Impfen ist die wichtigste Prophylaxe gegen Infektionskrankheiten. Schutzimpfungen schützen das Individuum und sie schützen die Gesellschaft. Das heißt, mit dem Impfen verhindern sie die eigene Erkrankung, aber auch die Ansteckung und natürlich die Verbreitung von Krankheiten. Und so ist es eben gelungen, allen Staaten der Welt gemeinsam mit der WHO, die Pocken auf der Welt auszurotten. Wichtig ist aber, dass eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung besteht. Das heißt, es müssen mehr als 95% der Bevölkerung geimpft werden, damit der Schutz wirklich wirksam ist. Und wenn diese Durchimpfungsrate sinkt, dann wird der Schutz natürlich immer weniger. Dieses weniger werden der Durchimpfungsrate, das ist eine Tatsache, mit der wir derzeit konfrontiert sind. Und eine weitere Tatsache, mit der wir konfrontiert sind, ist die weltweite Migration. Das heißt, Flüchtlinge haben oft einen beschwerlichen Weg hinter sich, teils unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Viele haben Infektionskrankheiten im Gepäck, die sich dann in Asylantenheimen oder im Bereich ihres Wohnorts ausbreiten können. Das Ende 2013 in Österreich etablierte Polio-Screening-Programm hat bei syrischen Flüchtlingen Polioviren nachgewiesen, also Kinderlähmung. Ich spreche von den Kinderlähmungsviren nachgewiesen. Und es ist bekannt, dass in Syrien das Impfsystem während des Kriegs zusammengebrochen ist. Das heißt, dort war keine Durchimpfungsrate mehr vorhanden. Syrien galt 1999 als kinderlähmungs-poliofrei. Und die WHO wollte 2000 die ganze Welt kinderlähmungsfrei, poliofrei, so wie Pocken machen. Das ist nicht gelungen, weil die Durchimpfungsraten sinken und dadurch in den Ländern wieder versteckte Ansteckungsgefahr und versteckte Erkrankungs- und erneute Erkrankungsgefahr besteht. Aktuell wird in Österreich, und das kennen Sie alle aus der Presse, eine Zunahme der Masernerkrankung beobachtet. Tendenz steigend, wir haben das höchste Niveau seit 2008. In Europa sind wir die zweitgrößten an der Anzahl an Masernerkrankungen. Und von den Erkrankungen sind 71% nicht geimpft und bei 20%, und das ist ganz wichtig, ist der Impfstatus unbekannt. Der Impfstatus, meine Damen, ist unbekannt. Ich arbeite selbst als, dazu komme ich ja, das möchte ich Ihnen gerade, lassen Sie mich meine Ausführungen beenden, Frau Kollegin. Ihre Kollegin hat was dazu gesagt, Sie nicht. Ich habe es anders hingeschaut. Nun in einem Wort. Ich arbeite als Primarärztin in der Kinderklinik und ich sehe, dass besonders Säuglinge von dieser Maserninfektion, wenn betroffen, sehr gefährdet sind. Ich will jetzt nicht auf Horrorszenarien wie beim Rauchen hinweisen, das ist nicht meine Art, aber es gibt eine wirkliche, schwere, langsam zum Tode führende Hirnentzündung bei Kindern, die bei einer Durchimpfungsrate verhindert werden kann. Tatsache ist, wir haben einen österreichischen Impfplan, wir haben einen klaren Plan, wer, wann, wie geimpft wird. Aber wir haben keine klare Datenlage, und da bin ich bei Ihnen, sodass damit die Durchimpfungsrate und der mögliche präventive Schutz der Bevölkerung nicht gewährleistet und auch nicht bekannt ist. Und daher haben wir gemeinsam mit Ihnen, mit allen Parteien in diesem Ausschuss beschlossen und haben auch die Unterstützung unserer Ministerin. Und das ist ein weiterer großer Schritt in Richtung einer besseren Impflage und einer besseren Impfmöglichkeit bei uns. Wir haben beschlossen, dass wir im Rahmen von ELGA einen elektronischen Impfplan implementieren, dass also elektronisch dann diese Raten und dieses Wissen vorliegt. Meine Damen und Herren, Wissen ist Macht. Nützen wir diese Macht für die Gesundheit unserer Kinder, unserer Schwachen, unserer gesamten Bevölkerung.
Schutzimpfungen schützen den Einzelnen und die gesamte Gesellschaft, betont Brigitte Povisil von der FPÖ. Es brauche eine klare Datenlage.